Also heute wollte ich einfach mal mit euch ein bisschen reden, um was so mal passiert ist. Ich weiß, der Live ist jetzt ein bisschen spät und ich werde versprochen wieder mal einen machen. Aber gestern Abend, also nachmittags, als ich in der Schule war, ist da die Chili leider gegangen. Also ich war in der Schule und ich wusste nichts. Und sie war, die Chili ist leider gestorben und sie war einfach in ihrem Käfig tot, als ich nach Hause gekommen bin. Und zwar den Morgen habe ich ihr einfach einen guten, also Tschüss-Kuss gegeben und habe ihr gesagt, ich habe dich lieb und es tut mir leid. Und danach, als ich nach Hause gekommen bin, ist sie einfach tot in, im Bett gelegen und die Pepper war neben ihr und ist einfach neben ihr geschlafen und sie hat sehr getrauert. Und dann heute habe ich mir einfach überlegt, dass ich vielleicht mal die Pepper mit den Brownie und dem Muffin zusammentun solle. Zwar ist es vielleicht ein bisschen viel, weil gestern ihre Schwester gestorben ist, aber habe ich mir überlegt, dass die Pepper ist nämlich sehr depressiv, weil sie alleine war. Und deswegen wollte ich einfach mal die zwei zusammentun. Und der Muffin ist ja sehr netter. Und dann habe ich halt der Muffin mit der Pepper zusammengetan. Und die sind jetzt ja alle zusammen im Käfig, die Brownie, der Muffin und die Pepper. Und es geht einfach alles gut mit denen und jetzt passiert gerade nichts und ja, aber ich wollte das euch mal zeigen, also gehen wir mal hin. Da ist die Brownie und ich habe jetzt nur eine Lage da offen und da ist die kleine Brownie. Hallo Kleine. Und der Muffin ist dort und die Pepper ist da. Und alle sind jetzt gerade aktiv. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass jetzt keine Ratte hat sich versucht zu beißen. Und gar nichts ist passiert. Also die sind sehr gut zusammen und jetzt laufen sie einfach darum zusammen. Und halt die Pepper vermisst halt die Chili sehr noch. Und ja, das ist halt ein bisschen traurig. Aber wie es jetzt der Pepper geht, ist eigentlich so richtig gut, weil sie mag ja sehr andere Ratten. Und jetzt, wo Brownie und Muffin mit ihr sind, ist es halt schön für sie und ja. Also, das ist zwar ein kleiner, sehr kurzer Livestream gewesen, weil ich muss jetzt einfach bei denen aufpassen und einfach zugucken. Also es ist jetzt nicht, wo ich viel erzähle, aber in Zukunft werde ich mal einen Livestream machen, wo ich etwas richtig Cooles mache. Und das war jetzt einfach ein kleines Update und ich dachte einfach, jetzt mache ich doch das einen Livestream. Und ja, also tschüss!